yeah, Elektrostadt. Im letzten Video zum Rackbody, da sieht man hier so ein Endbild, da habe ich euch versprochen, dass ich aus diesem Gewurste da sowas ähnliches wie eine vernünftige Platine machen würde. Ja, das war dann auch das nächste, was ich getan habe. Ich habe damit angefangen, dass ich hier so einen schönen Schaltplan in Igel gezeichnet habe. Aber der ist ja wirklich ganz nett geworden, ne? So inklusive so mit Stecker und dem ganzen Gedöns. Und nachdem ich den Schaltplan gemacht habe, habe ich mir ein Boardlayout dafür gezeichnet. Das Problem dabei ist diese Boards, ne? Die haben nicht viel Platz in so einem blöden 1HE-Ding. Das heißt, die Platine ist nicht besonders hoch. Ich konnte sie maximal 16 cm breit machen, weil so breit sind nun mal diese Euro-Platinen, 4 cm hoch. Dann konnte ich das nicht komplett in Igel layouten, weil die Freeware-Version nur Platinen bis 10 cm Breite unterstützt. Ja, war eine ziemliche Frickelei. Letztendlich läuft es darauf raus, dass ich hier eine ganze Menge Zeug direkt so layouten konnte. Aber nicht alles. Ein paar von den Kabeln musste ich einfach hinterher fliegend verdrahten. Damit das Ganze irgendwie planbar wird, habe ich mir wieder mit GIMP so einen schönen Plan hier gemacht. Das ist letztendlich ein invertierter Screenshot von dem Platinen-Layout, wo ich alle unwichtigen Sachen weggelassen habe. Den habe ich dann genommen, habe ihn gespiegelt. Das ist dann für die Unterseite. Und das Schöne ist, dass ich auf diesem Ding hier, ich glaube, ich habe das in irgendeinem Video schon mal beschrieben, aber ich sage es einfach nochmal, dass ich auf diesem Plan hier ganz genau sehen kann, wenn ich von oben gucke, wo meine Jumper-Leitungen verlaufen müssen und wenn ich von unten gucke, wo die sauber verlöteten Sachen auf der Unterseite liegen. Ja, das hat sich ganz gut bewährt. Dann habe ich das erstmal zusammengelötet und das habe ich nicht gefilmt, weil das habt ihr alles schon mal gesehen in anderen Filmen von mir. Aber an dem Punkt, wo diese Platine komplett belötet ist, setzen jetzt die Aufnahmen des elektronischen Geraffels ein. Es ist immer schlimm, wenn man eine Sache beieinander hat, die wirklich schön aussieht und man weiß, dass man sie zerfrickeln muss. Ich meine, die Lochrasterplatine hier, ja, das ist ein Traum. Die ist super geil geworden, ja. Enorm aufgeräumt und ordentlich und alles schön und viele Leiterbahnen. Und was muss ich jetzt als nächstes machen? Tja, Kabel legen. Es war schlicht und einfach nicht möglich, auf dem kleinen Raum hier alle Leitungen tatsächlich aufs Lochraster zu bringen. Ich meine, man sieht es ja jetzt bereits, dass im Grunde genommen schon der gesamte Platz für Leiterbahnen verbraucht ist. Und deswegen werde ich jetzt als nächstes beigehen müssen und muss solche Sachen machen, wie beispielsweise hier diese 8 Dinger, die hier kommen, beziehungsweise 7 sind hier noch frei, die müssen hier mit diesen Teilen von dem Bus irgendwie verbunden werden. Hier hinten habe ich noch insgesamt 7 Leitungen, die zu diesem Chip hier rüber müssen, von dem Chip müssen, ach, das ist alles, oh Gottes Willen, ja, das wird hinterher echt schauderhaft aussehen, aber ich wollte es euch vorher schon mal gezeigt haben, wie es war, als es noch schön ausgesehen hat. Die erste Lage Jumperkabel ist drauf. Nachdem ich jetzt die Jumperkabel von diesem Chip hier alle gemacht habe, das ist der UDN 2981, der Heißhalttreiber, werde ich als nächstes die Jumperkabel zwischen diesem und diesem IC machen. Das hier ist nämlich der Dekadenzähler und das hier ist eben, wie gesagt, der Heißhalttreiber. Das heißt, ich muss von hier nach hier 8 Leitungen rüberlegen. Das wird noch ein Spaß, wobei ich glaube, eine oder zwei habe ich auch schon auf dem Board irgendwo verlötet. Das hier ist übrigens mein kleiner Gehilfe. Nächste Phase in den Griff bekommen, lila Kabel. Jetzt kommt der übelste Teil, die ganz langen Dinger. Bäh. Die schwarzen Kabel sind jetzt auch drauf und es sieht ziemlich genauso beschissen aus, wie ich befürchtet hatte. Ich muss es jetzt noch durchmessen, aber ich glaube, das passt alles soweit. Ja, das war mal eine schöne Platine, jetzt ist sie zumindest bunt. Hier mal kurz die Möglichkeit, wie man sowas prima durchtesten kann. Hier habe ich so kleine Pinheader in meine Buchsen gesteckt, wo dann später die fiesen Teile reinkommen, hier die 7-Segment-Anzeigen. Und wenn ich jetzt testen will, ob ich meine Pins richtig verkabelt habe, nehme ich einfach hier einfach einen Durchgangsprüfer. Kann ich einfach so da lang fahren. Okay. Das ist richtig. Es geht noch viel besser, wenn man den Durchgangsprüfer auch anmacht. Also einfach ein Teil nehmen und in den Sockel und mit dem anderen hier dran an den Pins lang fahren.
Aha. Passt. Ist genau der richtige. Also, einfache Möglichkeit, um schnell hinterher zu checken, ob man den Kabelsalat richtig auf die Reihe bekommen hat, bevor man seine Chips reinsteckt und die eventuell noch brät. Das ist der krasseste Moment beim Basteln. Ich habe jetzt auf meine mühsam gelötete Platine die ganzen ICs draufgeballert. Das ist der TLC, das ist der Dekadenzähler und hier unter den Teilen, da ist der Source-Treiber. Und jetzt muss ich wohl oder übel den Strom dran geben und hoffen, dass es nicht mit einem riesigen Kurzschluss explodiert. Ich habe es bisher noch nicht so zusammen ausprobiert, wünscht mir Glück. Jatta! Es geht! Hier sehen wir die Temperatur-Readouts meiner beiden Temperatursensoren. Die Sensoren liegen hier drüben, da hinterm Gedönse. Der eine lag die ganze Zeit im Schrank, der ist kühler als der andere vom Gehäuse her. Die müssen sich noch ein bisschen angleichen. So, die Geschwindigkeit, mit der die Readings da kommen, ist nicht so doll. Das heißt, dass ich diesen Verhau jetzt tatsächlich mal abbauen kann. Nächste Herausforderung wird dann das Lichtmodul, werde ich, glaube ich, als nächstes machen. Genau. Ah ja, genau. Und hier hat man gerade gesehen, wie sich da der Sensor langsam angleicht. Ach, es ist schon schön, wenn das Breadboard leergeräumt und wieder für neue Experimente verfügbar ist.